Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die in der Alpha 21. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, Tag 31, 4 Uhr morgens. Ich war fleißig, ich habe alles, was ich gefunden habe, hier reingestopft. Hier ist noch ein bisschen Messing, das können wir da reinstopfen. Hier läuft Lehm durch. Ich habe Nitrat gesammelt, ich habe noch ein bisschen Lehm gesammelt. Das heißt, wir können bald wieder, hier haben wir auch noch 3000, sehr gut. Dann können wir daraus erstmal direkt wieder Schießpulver machen, ne? Schisspulver machen wir daraus. So, zack, zack, damit wir schon mal wieder noch mehr an Munition für die nächste Horde kriegen. Da ist noch ein hoher Diamant, den müssen wir auf Seite legen. Für die, diese Diamantsägeblätter, ne? So, kurz und knapp, ich habe die ganze Nacht gemeinert und Lehm gesammelt, damit die hier mal wieder laufen. Wir können zusehen, dass wir heute vielleicht nochmal eine große Quest machen. Wobei die halt immer so viel Munition kosten und nicht wirklich was bringen. Ich glaube, Stufe 3er sind Maximum vom Kosten-Nutzen her, finde ich die echt am besten, muss ich sagen. So, 1, 2, 3, 4 müssen erstmal wieder zugemacht werden. Den kann ich mal hier rein tun. Okay, machen wir 5. So, dann bleibt das Zeug nämlich alles hier. Zur Not die M60, ansonsten Schrotflinte. Ich muss gucken, hatten wir noch eine Quest hier? Nein, hatten wir nicht. Wir haben in der letzten die Handelsrouten geöffnet, ne? Und leider mal wieder keinerlei. Wo ist eigentlich mein Moped? Da hinten liegt's. Leider wieder keinerlei. Meine Güte, was ist denn los hier? Keinerlei Benzin gefunden oder die Wüste, ne? Nischt. Ja, nischt. Wir hatten ja geguckt. Lass mich nochmal gucken hier. La, 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 la. Hier ist alles grün. Da hinten war alles grün. Hier ist Schnee. Da ist. Das könnte. Guck mal, hier geht es noch weit runter. Dann schätze ich mal, dass die hier unten irgendwo ist. Und bis wir da hinkommen, ist Weihnachten. 5.13 Uhr. Wir müssen eh noch warten. Wollen wir gerade nochmal hier die Tanke leer? Da würde ich ungern mit dem Moped hinfahren, bin ich ehrlich. Ah, der ist verschlossen. Kriegen wir ihn auf? Nein. Aber so. Da würde ich ungern mit dem Moped hinfahren. Da sollten wir hinfliegen, wenn wir denn dann einen Hubschrauber mal haben irgendwann. Ne? Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Da unten nachzugucken, ob da die Wüste ist. Vorausgesetzt, sie ist da. Aber ich gehe stark davon aus. Weil da schräg links unter uns ist ja der Schnee. Direkt unter uns ist das Wasteland. Rechts ist alles grün. Das dürfte zu klein sein, dass da was ist. Das dürfte zu klein sein. So, ich kann auch direkt sagen, hier ist egal, ob hier auf dem Kanal oder auf dem Edrak-Kanal, ja. Das hier wird heute die einzigste Folge sein. Wir haben jetzt gerade 11.40 Uhr, wo ich anfange aufzunehmen. Ja, kommt raus. Hallo. Dankeschön. Und wir haben schon moppelige 29 Grad bei mir hier im Raum, ja. Das heißt, ich nehme jetzt hier für euch die Folge auf oder für uns die Folge auf. Und dann ist erstmal Schluss. Dann machen wir morgen weiter. In der Hoffnung, es wird kälter. Ja, komm runter. Weg mit den Birnen. So. Dann können wir die hier genüsslich gucken. Und, na klar, die Kisten, die gut sind, die sind leer, ne? Guck mal die hier genüsslich. Und dann machen wir morgen weiter. Ich glaube, an so einem tollen Sonntag mit diesem Wetter habt ihr eh anderes zu tun. Als 7 Days to Die zu gucken. So, ich weiß, was ich machen werde. Ich werde in den Keller gehen und heulen. So warm, wie das hier ist. Ekelhaft. Oh, Hundi. Aha. Weg damit. Stinkt das Vieh. Ahahaha. Nee, nee, nee. Ich bin echt immer noch am Überlegen, ne? Warum soll die eine Folge werbeunfreundlich gewesen sein? Beziehungsweise musste geblurrt werden? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben sowas ja hier nicht. Oh, wir sind pünktlich. Und das Ding ist schon wieder voll am Arsch, wie man sieht. Es ist unglaublich, was du an Repair-Kits brauchst. Unglaublich. So. Geben sie mal her. Wie viel haben wir hier? Schon wieder besondere Aufträge. 3 Kilometer. Ja, komm, gib mal her. Ich dachte gerade. Oh. So, was haben wir denn hier?
Wir haben 22.000, gib mir die Male. Sehr schön. Wasser ist mir egal, Essen auch. Vollkommen egal. Wann ist wieder? 34 ist aufgefüllt. Heißt, es könnte... Ist heute oder gestern aufgefüllt worden? Ich sehe aber nichts, was irgendwie gut wäre, was wir gebrauchen könnten. Ein Magnum für 14.000, aber das ist, wenn, dann eine Desert Vulture später. Hat ein bisschen Nitrat, der hat ein bisschen Schießpulver, das lohnt nicht. Bücher, irgendwas, was wir gebrauchen können. Shotgun Weekly kann ich nehmen. Vehicle Adventures kann ich nehmen. Farming ist, glaube ich, fertig. Cooking brauchen wir auch nicht. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you nein, ich will das lesen und du sollst mich in Ruhe lassen. 42. Drei noch. Drei Bücher noch, Leute. Drei. Dann können wir das Motorrad bauen. In Anführungsstrichen, weil wir haben ja keinen Stahl, ne? Ach, da doch nicht. Nein, du sollst mir eine Quest geben. Gib her. Vorherige. So, abholen, säubern, beseitige Zombies. Fangen wir mal damit an. Ganz normal. Wir haben wieder ein Level Up hier, ne, oder? Natürlich. So, Karl Hafka schreibt, moin, schaue dir schon lange zu und feier deine Videos. Mach weiter so. Dankeschön, vielen lieben Dank. Schön, dass du dich jetzt auch mal dazu entschieden hast, hier zu schauen. Profind Messias oder Maschinengewehrschütze. Mechaniker ist schon auf 3. Hier haben wir noch gar nichts, ne? Vom Landleben ist nur 2. Dafür brauchen wir auf 5. Dann machen wir den jetzt erstmal auf 5, weil das geht. So, dann könnten wir den gleich auch auf 3 machen und dann haben wir auch keine Essensprobleme mehr, weil dann können wir endlich mal hinten unser Feld, was schon gewachsen ist, abernten. Lazy Timbers. So, wir müssen erstmal die andere Quest reinmachen. Zack, zack, zack. Die ist wo? Da hinten. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Wieso ist die Musik an? Ist da irgendwo wer oder was gekommen? Säubere das Gebiet. Ist das wieder das Parkhaus oder wer? Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Das ist Stufe 3. Ruckelt gerade ein bisschen, kann das sein? Kann das sein? Noch weiter dahin, oder ist das wieder ein neues Gebäude, wo wir noch nicht waren? Town Hall, oder ist es wieder die Kirche? Das kann auch sein. Da-dam-dam. Nein, die Fitbox ist es hier, okay. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon mal drin, ne? Oder? Da hinten läuft er rum. Ach, schön. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Komm, nimm mit. Wir nehmen erstmal den. Es ist ja sowieso nur ein normaler. Es ist ja nicht irgendwie die Befallenen beseitigen hier. Mach auf. So, ich möchte mich beschweren. Jupp, Cola. Braucht man nicht. Weiß ja überhaupt wer? Wieso liegt hier bitte schön eine Hantel rum? Aber hey, die gibt Stahl, ne? Die gibt Stahl. Stimmt, wir haben ja schon... Oder haben wir den Stahl schon ver... Ne, Stahl haben wir noch nicht verwurstelt. Das ist gut. Den könnten wir dann nehmen, um daraus... Ja, jetzt wirst du wach, ne? Im Klo, genau. Was tut der da? Ach, das ist so gut. Das ist so gut. Den Stahl könnten wir nehmen, um daraus dann die Motorradteile zu bauen. Oha. Dankeschön. Bitte was? In der Herrenumkleide? In der Herrenumkleide? Oder war das die Damenumkleide? Der hängt immer noch so da. Da läuft noch einer rum. Nein, hier ist niemand krank. Wiedersehen. Ich liebe diesen Stab, der ist so gut. Der ist so gut. Warum habe ich den nicht schon immer genommen? Warum? Wird jetzt definitiv mein Favorite Nahkampfknüppel. So. Wo ich ihn gerade sehe, wir werden auch nochmal den Speer ausprobieren in der nächsten Mod dann, aber er ist definitiv mein Favorite. Ja, komm. Oh, ho, 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 ho. Er hat's eilig. Im Flug den Schädel abgehauen. Guck mal, wenn er da so...
wie schnell der weggeht. Wenn der da so liegt, er sah aus wie so ein Terminator-Schädel. Lustig. So. Sehr gut. Oh, der ist wieder verschlossen. Leider keine Dietriche. Der Kai schreibt, wieder mal eine schöne Folge, lieber Ede. Danke für deine Zeit und Mühen. Lieben Gruß an dich und alle Edenhauten. Gruß zurück. Gruß zurück. Ich hoffe, du schwitzt nicht so wie ich. Ich hole mir gleich eine Schüssel mit Eis. Wohlgemerkt Eiswasser. Ja? Und da stelle ich meine Füße rein. So. Oder ich lege mich zu Eiko ins kleine Hundeplanschbecken. Extra so ein wirklich so ein klitzekleines Planschbecken gekauft. Extra für Hunde. Er liebt es. Er passt nicht rein, aber wenn er reinpassen würde, würde er sich reinlegen. So. Einzigster Nachteil, man muss immer dabei sein und zuschauen. Beziehungsweise aufpassen. Sonst macht er direkt Konfetti draus. Aber so ist er halt, der Gute. So. Müssten ja eigentlich die ganzen Steroidbomber sein, ne? Guck mal, was du hier alles zerlegen kannst. Ist hier noch wer? Gucken wir erstmal, ob leer ist. Da hinten ist die Tür. Solange wir nicht in die Richtung kommen, geht das, ne? Was ist das? Sharp Sticks. Ah, Speere. Mhm. So. Push it to the limit. Ne? Ne, wir lassen das lieber. Singen kann ich nicht. Aber wir zerlegen die Dinger hier. Das gibt gut Ressourcen. Ja, damit. So. Der Edenaut Schmidti oder René schreibt, Moin Ede, schöne Folge wie immer. Warum lernst du die Bücher nicht gleich aus dem Briefkasten? Weil ich mir das irgendwie so angewöhnt habe. Schmidti, ich sammle immer erst alles ein. So. Das ist halt das Schöne, ne? Jeder spielt das Spiel anders. Guck mal, du zum Beispiel lernst sie dann wahrscheinlich direkt aus dem Briefkasten. Ich sammle sie immer erst ein, mach dann meinen Rucksack auf und guck, wo sie sind und lerne sie dann, ne? So hat jeder, ne? Wie sagt man so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Jeder hat so seine, seine Angewohnheiten, wie er das Game spielt, ne? Und wehe, da kommt was anderes dazwischen. Also, ich mach das immer so, das bleibt so. Wir kennen ja die Menschen, ne? Ist ja nicht nur bei dem Spiel hier so, das ist ja überall so. Boah. Alter. Es ist so warm. Es ist so warm. Aber ich glaube, morgen soll es schon wieder kühler werden, ein bisschen, ne? Heute soll der schlimmste Tag werden. Merkt man überhaupt nicht. So. Bring Jan Oasis. Gucken, ob wir den auch zerlegen können oder ob man da was kaufen kann. Ich meine, auch wenn du an ihn was kaufen kannst, kannst du sie zerlegen, aber dann kriegst du halt immer einen erwischt, ne? Braucht man nicht. Ich nehme mal mit, ich nehme mal mit. So. Aber alles leer. Hier geht's nirgends weiter. Da kommst du nicht hoch. Das heißt, wir müssen hier lang. Oder? Oder soll ich jetzt hier hüpfen oder was? Tatsache. Tatsache. Hallo? Das Haus gehört, glaube ich, nicht dazu, ne? Da kommst du gar nicht hoch. Und Tag. Wer ist hier? Niemand. Warum ist das so ruhig hier, ey? Es müssen doch irgendwo Zombies sein. Kennen wir schon. Immer dieselben drei. So, Dr. Wu. Zack. Nix hier. Ja, nicht do. Mega. Aufmachen. Lustigste. Wusste ich's doch. Viel Platz. Ja, geht. Also groß dürfte das nicht sein, ne? So groß dürfte das nicht sein. Oh, ein Kochgrill. Der 100. Tada. Hinten sehe ich noch drei rote Punkte. Die müssen wir auch noch wegmachen hier. Essen. Was ist der? Mit euch nicht richtig. Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Oh, ein 6er Clownhammer und Schrotflintenmuni. Juhu, da könnt ihr echt mal mehr droppen, Leute. Ihr seid ganz schön geizig damit.
Kommen die von da hinten oder was? Wir gucken gleich mal. Ich bin heute mal so frei und tu wirklich alles zerlegen hier und mitnehmen. Shori schreibt, hallo Ede, klasse Video, ich schaue mir sie gerne an und warte auf neue Videos jeden Tag. Suchtgefahr, weiter so. Natürlich machen wir weiter so, natürlich. Und schön, dass es dir so gut gefällt, dass das ganze Suchtpotenzial hat. Ja, ich meine nicht, dass jemand hier süchtig werden soll. Bitte vernachlässigt nicht euren Alltag, ja. Aber vielleicht müssen wir irgendwann dann mal im Discord, könnt ihr gerne alle joinen, wenn ihr wollt. Link ist in der Beschreibung. Können wir da einen Kanal gründen oder einen neuen Kanal machen? Die anonymen Edeholiker oder so. Keine Ahnung. Ja. Nein, ich dachte gerade, da kommt wieder ein Flugzeug. Ah, da können wir hochklettern. Okay. Dann sind die bestimmt hier runtergesprungen, ne? Ah, von da oben. Blub, blub, blub. Hätten wir. Sehr gut. Alter. Oh. Kribbelt und kitzelt mein Nose, du. Unglaublich. Wo geht's hier hin? Tief nach unten. Tief nach unten, okay. Gucken wir mal. Weg mit dem Scheiß. Hallo? Aha. In der Küche. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, da oben. Weg mit dem Geier. Weg mit euch. Da hinten ist irgendwo noch einer. Hört sich an nach so einem wilden Wesen, ne? So. Ist alles zu, hier ist gar nichts drin, ne? Könnte ein Bekleidungsgeschäft gewesen sein hier früher. Wo ist das Vieh? Sag mal. Sind die anderen da hinten drin? So, Ruhe. Also das meine ich, ne? Das ist nicht zu schwer. Hier gibt es auch guten Loot. Und du musst keine anderthalb bis zwei Stunden durch eine komplette Shotgun-Fabrik laufen und 2000 Schuss Munition verbrauchen, ne? Das ist dann einfach, ja, too much, meiner Meinung nach. Und auch viel zu lang für eine Folge. Da ist wieder eins. Sehr gut, schon wieder ein Reifen. Ah ja, diese Reifen, diese Reifen. Noch eins. Ah, schade. Jetzt sind wir 44. Wir brauchen noch eins. Ein Buch noch. Und dann haben wir das Motorrad. Sehr gut. So, was da drin? Haben wir leider keine. Pickeln wir auf. Macht nix. Dann scroll ich mal gerade runter und lese die nächsten Kommentare. Als da wäre die liebe Caro, die auch mal wieder schreibt. Hallöchen, wie geht's dir? Meld mich auch mal wieder. Und bei dem Haus wird einem echt übel. Oh ja, da wird einem übel. Und schön, dass du auch mal wieder schreibst, Caro. Freut mich. So, mach das Ding auf und dann müssen wir zum Händler. So, übrigens, was ich auch sagen kann, Forever Skies werden wir noch ein, zwei Streams machen, würde ich mal sagen, ja. Und dann ist auch gut. Das scheint nicht so wirklich bei euch anzukommen. Leider. Zumindest bei der breiten Masse. So, deswegen kam auch schon so lange kein Video mehr. Ich muss mich dann immer entscheiden, was ich mache. Ja? Und logischerweise mache ich dann das, was halt am meisten bringt. Bitte was? Da rennt einer drin rum. So, ja, also ja, was den Kanal am weitesten bringt, ne? Am meisten bringt. So rum, ja. Zack, zack. Dim, dim. Bim, bim. Dahin. Jawohl. Ab zum freundlichen Händler Rekt. Die Quest abgeben. Keine Ahnung, warum sind wir so langsam? Vielleicht kriegen wir eine Kiste. Wer weiß. Eine Kiste mit Büchern. Das wär's. Aber es fehlt jetzt noch genau ein Buch. Das werden wir nicht mehr kriegen heute, wetten wir. Waterworks könnten auch mal wieder reingucken, ob das schon wieder respawned ist. Die Zombies sind garantiert wieder da, das kann ich jetzt schon sagen.
Das ist ja immer so. Die sind schon wieder da. Und das andere Zeug, nö. Bom, bom. Ich weiß auch nicht, ob ich den hier nochmal tanken soll dann vorher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, direkt hinten, weil wir müssen das Zeug eh wegbringen. Dann können wir mal gucken, wie viel schon eingebrannt ist. Dann können wir mal wieder was machen da. Bei Stahlwerkzeugen müssen wir auch gucken. Das könnten wir eigentlich mal machen. Wenn wir die Straße hier, wenn wir die hier runterfahren, fahren wir gleich mal einfach ein bisschen ins Wasteland. Nur gucken und Autos looten. Vielleicht kriegen wir ein paar schöne Sachen dazu. Das ist der Stahl schon. Sehr gut. Und jetzt dein Inventar. Das kann ich verkaufen. Der kann weg. Den will er nicht. Okay. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Hallo? Warum sollte ich dich tippen? Wofür? So frech wie du bist. Unglaublich, ey. Zwei Bücher. Was habe ich gesagt? Kein Fahrzeugbuch. Es war klar. So, 44. Okay, wir brauchen das Motorrad bei 45. Ha. Da kommen noch die Dingens. Chemiestation haben wir schon. Das ist gut. Jo, Fallen, Elektriker. Ich wollte eigentlich hier oben. Erntewerkzeuge, Stahlwerkzeuge. Da fehlen auch nur noch zwei für vier. So, aber wie gesagt, das lasse ich jetzt erstmal. Da fehlt nicht mehr viel. Weil, dann können wir gucken, ob wir vielleicht Sechser oder so im Wasteland finden. Das ist meine Idee. Mal gucken, ob das was bringt. Guck, da hinten ist auch noch der Airdrop, den können wir uns holen gehen. Medima, rein hier. Die Dosen essen hier. Auch schon mal was gegessen. Ist das auch weg? So, und das hier, wie viel haben wir überhaupt? 12 Uhr. Weil nachts wollte ich da nicht unbedingt rumfahren. Bleib bloß hier oben. Wehe nicht. So. Gib her. Rein da, rein da, rein da, alles rein da. Auto und bla bla bla, Parts, jawoll. Samen, zack. Erste Hilfe, zack. Mods, zack. Und was ist das hier? Großvaters Mondschein, Nahkampf plus 400%. Heilung pro Sekunde 20, okay. Wäre vielleicht was für einen absoluten Notfall, ne? Da könnte man das machen. So, aufmachen. Können wir gerade was trinken. Das lecker dreckige Brackwasser. Aber unsere Helm-Mod, die reißt es ja raus. Deswegen klappt das so gut. Der Klaus schreibt, moin moin lieber Ed und Edenauten. Eine schöne Folge an so einem heißen Tag. Und schön zu sehen, dass es sowohl mit den Mods als auch im Game vorangeht. Mach weiter so. Vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Und liebe Grüße an dich und alle Edenauten von uns dreien. Gruß zurück. Gruß zurück und fröhliches Schwitzen heute. An diesem wunderschönen Sonntag. Ich gehe kaputt. 29 Grad, sagt mir mein Windows hier auf dem zweiten Monitor gerade. Widerlich. Und das um 12 Uhr. Um 12 Uhr. Ah, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob wir Benzin mitgenommen haben. Ey. Oder ob wir überhaupt noch was da oben haben. Ich depp. Was man in dem Kopf hat, hat man in der Beine. Man kennt's. Juhu! Er macht Schießpulver. Auto Elektro, da ist noch was, siehste. Ich räum's nämlich immer da rein, du. So. Ich und mein Mini-Bike. Wo ist das Ding? Da. Guck, geht doch. 590 Meter, das passt. Immerhin. Hier lang. Ich hoffe, wir können einfach geradeaus fahren. Dann lese ich nämlich jetzt nochmal einen Kommentar. Der liebe Peter Frank schreibt, also in meiner Dachgeschosswohnung ist es flauschige 26 Grad. In der Nacht ist alles auf. Morgens sind wir bei 10 bis 13 Grad. Und dann wird am frühen Vormittag alles dicht gemacht. Wenn es zu warm wird, wird die gute alte Klima angeschmissen. Ja, ich habe leider keine Klima. Leider. Heute Morgen auch direkt alles zugemacht und trotzdem wird sie wieder so warm. Wie gesagt, das ist dieser, ich denke mal, das ist dieser gammlige Plexiglas-Wellblechdach. Das ist das. Das ist halt auf dem Balkon, ne? Das Dach vom Balkon ist das.
Und dann musst du dir vorstellen, der ist, keine Ahnung, wie lang ist der? 3-4 Meter lang, der Balkon. Und dann links an der Ecke geht morgens die Sonne auf und rechts an der Ecke abends geht sie unter, ja? So. Also den ganzen Tag scheint die Sonne da drauf und heizt das Ding auf. Die Luft darunter, ja? Das ist so übel. Da hat man sich damals, als dieses Haus gebaut wurde, glaube ich, absolut null Gedanken drüber gemacht. So, was haben wir hier noch? Ding, 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 ding. Oh, Antibiotika, sehr gut. Und mal wieder kein Auto dabei. So, wo ist jetzt der... Hatte doch noch den Dingens hier gemacht da. So, da muss der hin. Zack, 500 Meter darüber. Ich will ja die großen Straßen entlang fahren. Und nicht... Guck mal hier, da könnte Honig drin sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schade. Ich tank zur Sicherheit nochmal. Was willst du machen? Bin ich schon da? Nö, noch lange nicht. Da hinten müssen wir hin. So. Hallo! Krabbel selber zu dir. Ich glaube, das ist die Straße, ne? Da hinten kommt wieder eine Kreuzung, wetten wir. Hier los, alles voller Hühner. Alles voller Hühner, du! Ja, ich glaube, wir können schon auf die Straße hier fahren. Die geht dann Richtung Wasteland, ne? Da unten muss das irgendwo kommen. Dann gehen wir da einfach mal gucken. Denn Nikolas Kunze schreibt, am Pool wäre schön, war mit einer Bekannten den ganzen Tag Hochzeitskleider shoppen und nicht mal was Passendes gefunden. Tolle Folge, weiter so und Grüße an alle Edenauten. Oh weh. Oh weh, Nikolas. Ist es fies, wenn ich sage, besser du als ich? Ich glaube, das ist fies, aber... Ja. Nee. Das wäre so gar nichts für mich. Ich würde Amok laufen. Aber was tut man nicht alles für die Bekannten und Verwandten und Freunde und bla bla bla, ne? Geh mal einfach da unten hin. So. Anscheinend gibt es ja keine Straße. Irgendwo da muss ja das Wasteland kommen. Oh. Einmal mit Profis hier. Wenn man mal, ne? Schlau sein will. Wenn man mal schlau sein will. So, geh runter. Wir haben noch 3 Stück. Da können wir dann auch ein bisschen lesen gleich noch. Sehr schön. Oh nein. Oh nein. Guck mal, da kommt wieder das Himalaya. Ich will nicht. Ich will nicht. Da, 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 da. Ah, kennt ihr das, wenn man so einen Ohrwurm hat? Verdammte Shorts. Jupp. Weil gefühlt jedes Short im Moment, alle immer mit demselben Lied. Es ist wirklich das Himalaya. Ach du Kacke, und was ist hier? Ah. Militärbasis. Mhm. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. US Fire Post. Aha. So, da sehen wir auch schon die verwandten Bäume und alles. Da wollen wir hin. Da gibt es den guten Stuff. Tada, mal wieder keins. Lass mal gucken, was haben wir denn hier? So, wir haben Blockschaden 11, nein. Heute Stadium 74. Wow. Wenn wir ins Wasteland gehen, was haben wir da? Direkt alles am Bobbes haben wir da. Wasser ist hier, okay. Sieht voll krass aus. Wenn man sich jetzt... auf der Insel da irgendwie wieder ein Schloss baut, ne? So, wir sind im Wasteland. Gucken wir mal. Was haben wir jetzt? 220. Ey, dreimal so viel. Dreimal so viel. Krass. Wenn wir hier nichts finden, ne? Wenn wir hier nichts Gutes finden. So, gucken wir mal, ob wir irgendwo ein Auto finden und so weiter. Wir haben ja die M60 mit jede Menge Schuss. Hoffe ich, wir finden was Gutes. Der Sascha schreibt, hallo lieber Edo und Edenauten, war wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Nichts zu danken, immer gern. Rauf geht's auf den Berg. Ach du Kacke. Wir kommen hier nie wieder weg, das wisst ihr, ne? Und überall Geier. Überall. Aber ich will mal ein Städtle finden oder so hier. Muss ja irgendwas geben. Tun wir einfach was erkunden. So.
was hier mal der Mount Chiliad war. Sieht so aus. Wie bei GTA 5, ne? Auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber ich muss ehrlich auch sagen, es ist langweilig. Also ich persönlich finde es langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. GTA ist so gar nicht meins. Im Höchstfalle mal die Story durchspielen und das war's dann. Und ich muss sagen, wir kommen erstaunlich gut hier hoch mit dem Moped. Wundert mich ein bisschen. Haha, was ist denn da? Ist das ein normales Haus oder... Ach du Kacke. Sollen wir mal gucken? Alter, wer wohnt denn hier oben? Clement Residence. Sollen wir mal gucken? Komm, wir gucken mal. Vielleicht finden wir da einen guten Loot. Da hüpft ein Polizist rum, natürlich. Also auch sonst. Oh, wow, sehr gut. Packen direkt die M60 aus hier. Nachladen. So, 120. Mach mal auf. Bin da, wer noch? Hallo. Ist mir zu ruhig hier. Das ist mir zu ruhig. Hier ist ja gar nichts. Bücher sind hier. Ah. Sehr gut. Hallo? Guten Tag. Oh. Weg ist weg. Warum ist denn hier kein Zombie drin? Was ist denn los? Ich meine, ich nehme den Loot auch ohne irgendwie hier, ne? Ah, da. Der erste. Wow. Sitzen hier bestimmt alle oben. Wetten wir? Geht's hier überhaupt irgendwo hoch? Da geht's hoch. Da geht's nochmal hoch. Oh Gott. Aha. Haben wir doch. Geh weg. Da sind sie. Das können wir gut gebrauchen. Gleich wieder einen geklatscht kriegen. Mhm. Sehr gut. Ein Safe. Was ist das hier? Dreckiges Wasser. Dein Ernst, den müssen wir jetzt wieder aufklopfen. Flo schreibt, die beste Unterhaltung zum Wartezeit verkürzen, bevor es zum Feiern geht. Mach weiter so und Grüße an alle aus Oberbayern. Gruß zurück nach Oberbayern, Flo, und ich hoffe, du hattest Spaß beim Feiern. Mir wäre es viel zu warm dabei. Ach, das Ding ist auf, okay. Ich nehme es trotzdem mit, was soll's. Und der Robert schreibt noch, ich hoffe, dass ihr alle ähnlich kühl sitzt wie ich. Gold go! Yo, so sieht's aus. Das war der letzte Kommentar auch. Dann haben wir die alle durch. Sehr gut. So. Oh nein, er ist weg. Wieso das? Ich dachte, da wäre was Tolles drin. Geht's nicht höher? War's das? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier ging's doch noch höher. Ich glaube, oben im Turm war noch was, ne? Und auf dem Dach sind natürlich die ganzen Geier. Hätten wir. So, was ist hier? Nur Müll und Dreck. Das sollte bestimmt der Dachboden sein. Oder hier war noch ein Zimmer drin. Ey, solche Zimmer liebe ich. Das wäre das Richtige für mich. Das wäre das Richtige für mich. So, also so in echt. Zwar jetzt nicht unbedingt bei der Hitze unterm Dach, aber ansonsten geil. Gefällt mir. So, ist da was drin? Nö. Vielleicht da oben auf dem Dach. Gucken wir mal hier rein, was da so los ist. Ein Seil zum Hochklettern. Oder da. Ah, guck mal da. Guck mal da. Ich sehe ein Brett vorm Kopf. Soll ich da hochklettern? Bis hier hin? Für das bisschen Munition? Tag Planet, genau. Brauchen wir ganz dringend. Weil wir ja so viele Geschütztürme nehmen. Also loot-technisch war das Haus mal eine absolute Niete. Muss ich jetzt mal sagen. So. Ich stehe direkt auf. Komm her, wo bist du, Geier? Weg das Vieh. So, gib her.
Natürlich kommst du hier nicht hoch. Boah, links oder rechts? Links, hier geht's runter. Wuhu! So. 17 Uhr. Das wird interessant. Das wird interessant, Leute. Alter, was sind das für Straßen und Berge hier, ey? Ringsrum. Das ist ja unglaublich, ey. Unglaublich. Aber gleich sind wir unten. Immerhin gibt es eine Straße über den Berg, ja? Sonst hätten wir wieder... Aber das sind alles nur so kleine Straßen. Ich hätte gerne mal eine große. Guck mal, da steht ein Auto. Sollen wir mal reingucken. So. Fünfer Stahlaxt. Können wir schon verkaufen. Gibt Geld. Wunderbar. Mein Moped. Lass das. Weg hier. So. Da spuckt wer rum. Weg hier. Juhu. So. Schön. Da, 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 da. Geier! Geier! Hilfe! So, was hier drin? Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, weiter geht's. Gucken, was hier ist. Super. Achtung! Ah. Ja, ja, die lieben Mitbewohner. Die knallen wieder einfach die Türen hier. Nur ein Gebäude oder ist das eine Stadt? Nein, das ist so ein Raketensilo, ne? Das ist ein Raketensilo, ja. Red Mesa, Restricted Area. Ne, da gehe ich bestimmt nicht hin. Da gehe ich bestimmt nicht hin. Schon gar nicht um 17 Uhr. Was wird's wieder wach? 2, 4, 6. Alter. Mach den mal weg. Weiß, was ich jetzt mache. Wir machen jetzt den übelsten Cliffhanger. Wir kommen hier eh nicht mehr raus bis 22 Uhr. Das heißt, ich verschanze mich jetzt hier drin und versuche die Nacht zu überleben. Und morgen gucken wir mal, ob wir an den guten Loot hier drin kommen. Ja? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.